Ja, nach einer langen Anreise nach Dresden sind wir endlich angekommen. Jetzt sind wir im Hotel, haben kurz eingecheckt. Und jetzt wollen wir natürlich Dresden erleben. Und das ist hier unser direkter Abblick aus dem Hotel in Dresden. Ja, jetzt stehe ich hier vorm Zwinger. Da gehen wir gleich rein. Aber jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee, einen Grand Café an der Frauenkirche. Und dann müssen wir hier lang. Ja, hier sind wir am Tuschenberg. Das ist der alte Kulturpalast Dresden. Da ist noch was stehen geblieben. Aber wenn wir noch viel Zeit haben, gehen wir dann noch mal ins Residenzschloss. Ja, das ist die weltbekannte Kekserei hier in Dresden. Da gehe ich mal einmal kurz rein. Und das ist dann die Kekserei. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt stehen wir hier vor der Frauenkirche. Und der Mäumarkt ist komplett voll. Ja, jetzt gehen wir ins Grand Café, direkt hier an der Frauenkirche und nehmen uns einen schönen Kaffee und einen Kuchen. Das werden wir jetzt genießen. Und da gehen wir hier. Grand Café. So, das haben wir uns jetzt verdient. Haben wir auch. So, und jetzt geht's an die Elbe, ne? Richtig? Also nach dem Fürstenzug. Bitte? Halt vom Fürstenzug, ne? Ja. So, jetzt geht's hier an die Elbe. Das ist hier die Terrassengasse. So, Blick auf die Augustbrücke. Die andere Seite ist die Neustadt. Und dann nochmal schön ab an der Elbe. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, über Dresden einige Informationen loszuwerden. Dresden ist die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen und östlichste Großstadt Deutschlands. Mit ca. 570.000 Einwohnern ist Dresden nach Leipzig die zweitgrößte sächsische Kommune und der Einwohnerzahl nach 12. größte Stadt Deutschlands. Als Sitz der sächsischen Staatsregierung und des sächsischen Landtages sowie zahlreichen Landesbehörden ist die Großstadt das politische Zentrum Sachsens. Außerdem sind bedeutende Bildungs- und Kultureinrichtungen des Freistaates hier konzentriert, darunter die renommierte Technische Universität, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, die Hochschule für Bildende Künste Dresden und die Hochschule für Musik Karl Maria von Weber. Die Stadt Dresden liegt beiderseits der Elbe, zu großen Teilen im Elbtalkessel. Eingebettet zwischen den Ausläufern des Osterzgebirges, dem Steilabfall der Lausitzer Granitplatte und dem Elbsandsteingebirge. Die Natur- und Kulturlandschaft Dresdner Elbtal mit dem Elbwiesen ziehen sich fast 20 Kilometer durch das Stadtgebiet, ist aber in der Innenstadt unterbrochen. An einer besonders breiten, zentrumsnahen Stelle wird es durch die von 2007 bis 2013 errichtete Waldschlösschenbrücke durchschnitten, weshalb die UNESCO das Elbtal 2009 nach jahrelanger Kontroverse von seiner Welterbeliste strich. Ja, noch ein Blick auf die Augustbrücke, die dann in die Neustadt führt.
meine Abendimpression. Jetzt haben wir uns mal ein kleines, kühles, blondes verdient. Ja, schön sitzend an der Elbe. Und das werden wir jetzt tun. Deswegen aber abendlich. Und vorher war es die Semperoper. So, und hier werden wir jetzt essen. Der Fürstenzug. Auf der Augustusstraße. Und das war ein Nacht. So, jetzt ist es Sonntagmorgen in Dresden. Das ist unsere Fotografin. Renate ist das, genau. Aus Köln. Genau, wir sind jetzt in Dresden, starten jetzt mit unserer Fahrradtour rund um Dresden. So, und jetzt geht's ab zum Elbe-Radweg. So ist es. Und wir haben natürlich viel Spaß. Aber sowas von. Aber sowas von. Jetzt starten wir unsere Dresden-Tour rund um Dresden und beginnen mit dem Elbe-Radweg. In 110 Metern an der Kreuzung geradeaus auf Elbe-Radweg. Das ist hier der Elbe-Radweg. Hier oben kann man ganz gut ein Bierchen trinken. Direkt einen Blick auf die Elbe. Ja, ist ganz cool. Immer schön der Elbe entlang. Ja. Naherholungsgebiet von Dresden. Viele Jogger, viele Fahrradfahrer. Und wir stören hier eigentlich. Aber wir müssen jetzt hier links ab. Die Tour wird angepasst. Ja, das ist hier Dresden und direkt an der Elbe. So, eine kleine Kursänderung, weil das sind zu viele Schafe, da kommen wir nicht durch. Irgendwie müssen wir jetzt hier rum. Die Tour wird angepasst. Jetzt rechts. So, wie man sieht, haben wir den Umweg geschafft. Ah, der alte Mann kommt auch noch. Ja, das ist eine Radtour mit Hindernissen. Und manche müssen dann auch mal ein Fahrrad tragen. An so einer schönen Brücke. So, die erste Brücke überquert. Alle sind hier wieder gut zufrieden. Was sagst du dazu, Julius? Absolutely. Strong law. So, und jetzt sind wir wieder auf dem Elbe-Radweg. Kleinen Abstecher gemacht, direkt an der Elbe. Und jetzt fahren wir ganz entspannt den Elbe-Radweg.
Jetzt kommen wir gleich ins Windmühlenland. Ja, das ist auch noch mal eine leckere Windmühle. Jetzt geradeaus auf Windmühlenweg. Ich glaube, wir machen hier mal eine kleine Pause. Ja, wie man sieht, hier lässt sich so vorher eine kleine Pause machen. Schön an Elbe, an der Mühle. So, jetzt geht's wieder los. Wir haben uns gestärkt. Und jetzt geht's weiter auf dem Elbe-Radweg. Grobe Richtung Meißen. Das werden wir aber nicht fahren. Dresdner Weinberge. Ah, ich hab's ja auch mit drauf. Ja, sowas sieht man hier am Elberad. So, jetzt über die Brücke? Ja, wir gehen jetzt über diese Brücke hier. Ja, da müssen wir rüber. Das ist hier immer noch der Elbe-Radweg. Aber Radebeul sind jetzt wieder Richtung Dresden gefahren, weil wir dann durchs Wendland fahren. Ja, landschaftlich mal wieder einmal. Ja, das ist die Villa Shatterhand in Radebeul. Das Karl-May-Museum. Hier geht's zum Winnetou und Co. So, hier ist das Museum, wir werden es nicht besuchen, aber wer mal Zeit hat und Winnetou und Shetland richtig gut findet, sollte hier ins Karl-May-Museum gehen. Ja, hier hat er seinen Kopf geöffnet. Oder so. So, jetzt kommen wir zu den Weinstraßen. Jetzt links auf Weinbergstraße.
Ja, ich wollte nur im... Einmal Vorsicht. Magnus? Vorsicht. Alles diese alten Weinhäuschen. Das ist die Villa Jordan. Das ist hier ein Weinrestaurant. Zum Wohle. Ja, ist ganz nett. Ja, Ausblick auf Dresden. Von Radebeul von der Weinstraße. Herrliche Aussichten hier. Muss auch wieder runtergehen, weil, ne? Ja, was hoch geht, geht auch wieder runter. So, jetzt geht's aber hier durch die Butnik. Aber angenehmes Fahren. Bisschen anstrengend. Die Tour wird angepasst. Abenteuer pur. Ah, das klappt gut. Schön in der Runde hier. Leck mir eine Tasche. Eieiei. Ja. Moritzburg. Baumwiese. Etwa noch 1,5 Kilometer und dann schaffen wir schon. Es war ein bisschen wild, aber es geht. Hier der Fiedlergrund. 30 Meter links auf Fiedlergrund. Hier haben wir uns jetzt ein richtig schönes Bierchen verdient am Waldmax. Und hier werden wir eine kleine Pause machen, weil das war doch schon ganz schön anstrengend. Jetzt sehen wir auch noch ein schönes Auto. Ein paar ältere Autos. Ich glaube, hier ist ein Oldtimer-Treff noch nebenbei. Ja, hier am Waldmax kann man sich auch noch ein paar alte Autos angucken. Ist, glaube ich, eine kleine Oldtimer-Ausfahrt. Und das ist hier zum Beispiel ein BMW. Das ist hier ein Wanderer. Ja, und das ist ein Ford. Sind noch richtig schön in Schuss, muss man sagen. Ja, so ist man früher durch die Gegend gefahren. Cool. Das waren doch noch mal richtige Modelle und Outfits. Ja, so kann man auch mal einen schönen Sonntagnachmittag verweilen. Schön Kaffee trinken, Bierchen trinken. Ja, nach so einer strapaziösen Fahrradtour geht das gut. Ja, und das ist ein Wartburg, gebaut in Eisenach. Ja, das ist auch ein Ford. Das ist ein BKW Auto Union.
Ja, ja, das sind noch Autos mit Design. Heute sehen sie alle gleich aus. Und früher? Schön, schön. So, hier genießen wir unser schönes Bierchen. Bald, Max. So, jetzt geht's wieder Richtung Dresden. Und dann geht's mal wieder hoch und runter hier. Oder müssen wir hier runter? So, wir fahren hier immer noch über Stock und Stein. Ja, das ist der Weg nach Dresden. Schön durch den Wald. Immer noch auf dem Weg nach Dresden. Immer durch den Wald. Hier gibt es viel, viel Wald. Richtig schönen Wald. Schöne Strecken. Ja. So, jetzt müssen wir hier die Brücke durch. Und dann geht's weiter. Ja, die Häuschen sind wieder alle schön gemacht worden. Sag das die Ronje. Und jetzt nicht nur ein so ein Häuschen, sondern die ganze Straße. Damit man einfach mal so einen kleinen Einblick bekommt, was hier so bebaut wurde früher und wieder restauriert. Ja, Respekt. Ja, jetzt sind wir wieder an der Elbe. Jetzt fahren wir ein ganz kleines Stück. 3,6 Kilometer noch bis zum Blauen Wunder. Das ist es hier nicht, sondern eine große Brücke weiter. Aber diese Brücke ist entstanden. Also diese Brücke ist entstanden, um den Verkehr einigermaßen flüssig zu halten. Dafür musste ein Teilbereich von Dresden, ja, beim Weltkulturerbe in die Röhre gucken. Es wurde aberkannt. Ja, Abendstimmung. Ja, das ist doch eine schöne Abendstimmung auf Dresden, oder? Das ist das blaue Wunder vom Weiten, die blaue Brücke. Die blaue Brücke. Ja, das ist die sogenannte blaue Brücke. So, und jetzt überqueren wir die Elbe. Und zwar über die blaue, über das blaue Wunder. Das ist das blaue Wunder von Dresden. Ja, das ist doch mal wieder eine Brücke, ne? Schwupps, da ist die Elbe. Und hier geht's weiter, die blaue Brücke. So, nochmal eine andere Perspektive, weil wir gehen jetzt in den Schillergarten. Das ist ein schöner Biergarten, den haben wir uns verdient. Ja.
So, jetzt sind wir auf der anderen Seite und da fahren wir gleich wieder zurück. So, jetzt sind wir hier im Schillergarten. Da ist die Elbe. Hier trinken wir ein Bier. Dresden bei Nacht. Das ist hier der Augustiner an der Frauenkirche. Und da gehen wir jetzt essen. Ja, das ist die Wiesenaroma. So, wir haben wieder gut geschlafen, gut gefrühstückt und jetzt geht es los hier in Dresden mit einer Stadtführung. Die freuen wir uns und beginnen wird die Stadtführung an der Semperoper mit einer schönen Führung, hoffen wir jedenfalls. Danach geht es zum Zwinger, den werden wir uns ausgiebig anschauen. Danach geht es zum Schloss. Danach werden wir noch zum Schluss eine Einführung bei der Frauenkirche bekommen. Ja, die werden wir uns natürlich auch noch von innen angucken. Freut euch mit uns bei dieser Stadtführung. Ich hoffe, sie wird gut. Jetzt geht's in die Semperoper. Große Überraschung, jetzt geht's in den Saal. Ich hoffe, wenn ich in der Lautstärke spreche, können Sie mich alle verstehen. Ja. Gut, das ist schon mal ganz gut. Dann haben Sie jetzt schon zwei Tests absolviert. Einmal etwas von der Akustik mitgetestet und zum anderen testen Sie ja gerade alle Gottesgedanken, die Sitzplätze. Ja? Das ist der Vorteil, dass wir jetzt eine Standardtour machen. Im Regen hätten wir erstmal die Räumlichkeiten des Vorderhauses durchgeschritten. Alle stehen geblieben und zum Schluss darf man sich dann setzen. Jetzt haben wir eine kurze radikale Einführung gemacht, das Unwichtige rausgelassen und jetzt können erstmal alle sitzen und vor allem einfach mal den Theaterbetrieb hier kennenlernen. Und mal sehen, was auf so einer Bühne denn eigentlich vor sich geht. Denn wenn Sie hier in der Regel zu einer normalen Vorstellung, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, kommen, dann sieht der Saal natürlich nicht so aus, wie Sie ihn jetzt sehen können. Ja? In der Regel ist dann das ganze Orchester, der ganze Orchesteraufbau, ca. 3 Meter in der Tiefe versenkt. Die Musiker sind schon bereit, wir spielen die Instrumente, spielen nochmal durch Passagen durch. Aber jetzt ist die Situation eine ganz andere. Sie sehen quasi die technische Einrichtung für die Probe, die dann um 10 Uhr beginnen soll. Und geprobt wird heute die erste Premiere, die erste neue Produktion der Saison. Das ist nämlich Turandot von Puccini und diese Oper kommt dann am Wochenende auch zur Premiere. Jetzt bei den Endproben kommt das ganze Orchester mit dazu. Ja? Deswegen auch dieser aufwendige Aufbau und ich bin selber schon gespannt, ich habe von der Produktion noch nichts mitbekommen, wenn ich jetzt rechts diesen Aufbau über den Musikern sehe, dieses schwarze Gerüst, ja, da bin ich schon mal gespannt, was da vor sich gehen wird. Und so ist damit natürlich der Glanz des 19. Jahrhunderts einmal wieder komplett hergestellt. Vor allem, ich sage Glanz des 19. Jahrhunderts, wenn wir nochmal im Bild zurückgehen,
dann stellen Sie sich nochmal vor, den Bildausschnitt, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist der Bereich, in dem wir jetzt sind. Und ich verspreche Ihnen, jeden, der dort in dieser Loge sitzt, der wird während der Vorstellung immer wieder begutachtet. Ungefähr bei einer Deckenhöhe von 28 Metern. Was schätzen Sie denn, wie hoch die Deckenhöhe über der Bühne ist? Mehr. Wenn er schon so fragt, muss es mehr sein. Wir sind da insgesamt bei 40 Metern Deckenhöhe. Mal unser Orchester, die Sächsische Staatskapelle Dresden, direkt auf der Bühne platziert. Denn neben Opern- und Ballettvorstellungen werden hier auch Orchesterkonzerte auf dieser Bühne veranstaltet. Das Beeindruckende an dem Ganzen ist nämlich, dass das eine 5-Minuten-Uhr ist. Das ist eine der ersten Digitaluhren Europas gewesen. Und die hat man damals hier über der Bühne eingebaut. Hier können Sie mal schnell das Modell sehen, weil gleich wird sich die Uhr verändern, verspreche ich Ihnen. Jetzt in unserem Fall werden sich gleich beide Seiten aktualisieren. Ganz unten im Eingangsbereich sind ganz einfache Kronleuchter ohne Schnörkelei, ohne Zierelemente, Ornamente und ähnliches. Ja, und recht klein und kompakt, ca. 100 Kilogramm schwer. Ja, hier sind wir jetzt bei 1,9 Tonnen Gewicht. Ja, 252 Lampen, die hier eingebaut worden sind. Und insgesamt 1440 Messing-Einzelteile, die hier zusammengesetzt wurden, um diesen Leuchter letzten Endes zu rekonstruieren. Das ist leider auch nicht mehr das Original. Ja? Heute ganz modern mit LEDs ausgestattet. Und jetzt ist es so, hier im zweiten Rang, wo wir uns gerade befinden, sitzen Sie mit am besten. Vielleicht fällt Ihnen noch so ganz grob wieder ein, dass, als Sie ins Haus eingetreten sind, im Eingangsbereich die Wände erstmal alle mit Holz vertäfelt waren. Ja, recht einfache Kronleuchter und dann kommen wir hier eine Etage weiter oben in ähnlicher Grundsituation an, nur dass die Ausstattung eine komplett andere ist. Ja, wenn man in diesem Raum in den oberen Rundfoyer, wie wir es auch bezeichnen, ankommt, steckt man automatisch in einem königlichen Hoftheater des 19. Jahrhunderts. Fällt Ihnen etwas auf? Das ist nämlich die Besonderheit. Das ist eine Marmorsäule, die gar nicht aus Marmor besteht. Ja? Und deswegen ist es so besonders, dass dieses Original aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich die Bombardierung überdauert hat. Im 19. Jahrhundert, als das Haus konzipiert wurde von Semper, war die Gesellschaft ja noch unterteilt, möchte ich mal sagen, oder klassifiziert. Nämlich einmal in den Adel und zum anderen ins Bürgertum. Und dementsprechend waren die Eingangsbereiche auch gestaltet. Ja, der Bereich, wo Sie vorhin eingetreten waren mit den Holzverkleidungen, da war der reguläre Eingangsbereich für das Bürgertum. Die mussten über den Platz laufen, in das Gebäude eintreten und dann konnte die ganze Show beginnen. Beim Adel, bei der königlichen Familie war das leicht anders. Die konnten mit der Pferdekutsche bis hier an das seitliche Treppenhaus vorfahren. Ja, das Ganze war überdacht, die Situation, und sind dann zu dieser Tür hier eingetreten, wo wir quasi den Rundgang begonnen haben bei der Wagnerbüste. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, der ganze Bereich dort unten war weiß. Da gab es kaum Dekorationen zu erkennen. Das hatte natürlich Konzept, denn hier haben wir jetzt ein Loch in der Decke. Und keine Bange, Sie werden die Erfahrung gleich noch machen. Dort befindet sich nämlich auch gleich der Ausgang zum Stadtrundgang. Der Wagenfläche ist aus, da kann man das Bad mit dem weißen Marmor hier ablegen. Das sind wirklich zwei verschiedene Sichten. Ich wollte hier am ehemaligen Anfang, den wir ja kurzerhand übersprungen haben, einfach mal noch eine andere Besonderheit zeigen. Ja, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, nochmal erinnern, der große Kronleuchter im Saal hat mit dem Kronleuchter vom Anfang ja gar nichts zu tun. Ja, eine ganz komische Dimension, wenn man das zurückblickend sieht. Was aber ganz verrückt ist, Sie sehen diese ganze Holzvertäfelung hier, die damals für das Bürgertum auch unterstützend
zur Dekoration genutzt wurde. Denn für das Bürgertum gab es natürlich quasi Eiche rustikal, die so ein bisschen imitieren sollte die gemütliche Wohnung oder Wohnstube des Bürgertums. Wenn Sie in die Richtung gehen, schauen Sie noch mal nach oben, sonst werden Sie es bereuen. Nämlich damals aus dem Slawischen übertragen, drei Seen. Ja? An drei Seen ist nämlich Dresden entstanden. Und das war dann auch unser Hochwasserproblem 2002. Denn diese Seen und all diese Flusslandschaften, die es hier gab, die haben ihre Originalbetten wieder gesucht. Ja? Das war natürlich problematisch für uns. Und 1216 kommt es dann auch dazu, dass Dresden das Stadtrecht erhält. So, jetzt geht's zum Zwinger. Ich sage gerade Kulturgut, also der Dresdner Zwinger, in dem wir uns jetzt befinden oder an dem wir uns befinden, ist eines der wichtigsten Bauwerke, also das wichtigste Bauwerk neben der Frauenkirche für sächsischen Barock, aber auch eines der wichtigsten Bauwerke des 18. Jahrhunderts. Neben beispielsweise dem Schloss in Versailles wird der Zwinger sehr oft genannt, genauso wie dann noch Sanssouci, obwohl das dann schon eher Rokoko ist. Aber der Zwinger ist vor allem so beeindruckend als Bauwerk, weil alles, was Sie hier sehen können, kein Wohngebäude ist. Der gesamte Zwinger ist nichts anderes als eine Festkulisse gewesen. Ja? Also wir waren gerade in der Semperoper drin, also eigentlich sehen Sie hier ein Bühnenbild. Ja? Aber halt untypischerweise nicht aus Holz, sondern aus Sandstein gefertigt. Und deswegen hatte ich diesen kleinen Cliffhanger auch eingebaut, was den Sandstein und die Farbigkeit betrifft. Denn hier im Zwinger finden wir gerade aktuelles, altes, historisches und auch noch Zwischenzeugnisse. Denn wenn Sie mal rückblickend auf die Oper oder auf die Gemäldegalerie rechts schauen, dann sehen Sie den ganz stark schwarzen Sandstein. Ja? Und wenn man jetzt die Skulpturen hier gleich neben mir anschaut, dann ist der Sandstein noch so hell, wie Sandstein eben ausschaut, wenn er frisch bearbeitet worden ist. Jetzt hat gerade der Elbsandstein das Problem in Anführungsstrichen, dass er einen sehr hohen Metallwert aufweist. Ich kann mir vorstellen, sah das hier alles etwas anders aus. Ja, vor allem sehr zerstört. Und gerade wenn man sich den Wallpavillon anschaut, den wir jetzt hier in diese Blickrichtung erleben, den zeige ich Ihnen einmal nach der Bombardierung, nach der Zerstörung 1945, hier auf diesem Foto. Und was vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz sofort ins Auge fällt, aber schauen Sie mal auf den Fußboden, denn dieser ganze Gartenbereich, der hier unten heute wieder aufgebaut wird, der war nach der Zerstörung genutzt worden, um Gemüse anzubauen. Ja? Man sieht noch die Kohlköpfe da auf dem Fußboden. Ja, denn man brauchte natürlich erst einmal Anbauflächen, um die Bevölkerung nach der Totalzerstörung der Stadt mit Lebensmitteln zu versorgen. Ja, so sieht er dann halt von innen aus, der Zwinger. Ja, genau. Alles komplett runter, ne? Wenn du da mal guckst, das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Das ist noch nicht ganz fertig. Nee. So, jetzt geht's runter in den Zwinger. Thank you.
umgerechnet hat man damals ca. 4 Millionen Euro für dieses Gemälde bezahlt, war bis Anfang des 20. Jahrhunderts das teuerste Gemälde der Welt. Dann wurde die Mona Lisa in Paris aus dem Louvre gestohlen und durch den Diebstahl wurde das Gemälde noch wertvoller und schwupps hatte die Mona Lisa hier unsere Sixtina überrannt. Fenster ist dasjenige, wo damals eingebrochen worden ist, also ums Eck. Ja, ja. Ins historische grüne Gewölbe befindet sich quasi hier im Erdgeschoss. Ja, und das war eine Anlage, die hat man damals schon mit dem Renaissance-Schloss gebaut. Berühmt geworden ist es dann berühmter geworden ist es dann noch durch August den Starken und die Fortsetzung der Juwelen- und Preziosensammlung. Aber generell war das eine Schatzkammer, die schon vor August dem Starken europaweit bekannt war. Dieses Schloss, diese Stadt Dresden, damals den Begriff Elbflorenz bekommen hat, denn wir verlassen jetzt den Barock und gehen einfach mal in die Renaissance und ich würde vorschlagen, kommen Sie doch mal mit rein. Jetzt geht's ins Residenzschloss. Und hier gibt's auch das grüne Gewölbe. Hier haben wir jetzt diese luftpolsterähnliche Folie über den Innenhof gezogen. Hat man natürlich gemacht, damit man ein Besucherforum für den gesamten Museumskomplex hat. Florenz bekannt war. Das Ganze, was Sie hier sehen, ist ein Bilderkomplex, dessen Technik man auch als das Graffito bezeichnet. Ja, wir hatten vorhin über Graffiti gesprochen. Das Ganze nennt sich jetzt Graffito. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich noch den Skandal, denn der war vor 6 Wochen noch nicht da. Kommen Sie alle mal mit zum An. In Florenz finden Sie ganz viel davon. Aber Sie finden in Florenz nicht zusammenhängendes Graffito in der Dimension. Ja? Und jetzt zeige ich Ihnen den Skandal, fällt Ihnen vielleicht schon auf, hier hat jetzt jemand ein Herzchen reingekratzt. Warum? Ja, also warum? Diese Art von Kunstinstallation hier dauert schon 10 Jahre länger als veranschlagt. Es ist ein hochkomplizierter Arbeitsprozess, der hier stattfindet und der vor allem nur im Frühjahr und im Herbst stattfinden kann, weil es im Sommer zu heiß und im Winter zu nass und zu feucht ist. Ja? Und dann kommt irgendeiner an und muss hier ein scheiß Herz reinkratzen. Was soll denn der Mist? Ja? Also, da sehen Sie aber mal, wie empfindlich das ganze Material ist. Denn das Graffito, diese Art von Hof, hat August der Starke bereits nicht mehr sehen können. Denn das Ganze ist sehr witterungsanfällig. Wenn Sie nämlich mal den Eckturm rechts geradezu anschauen, ja, dann sehen Sie bereits oben, dass die Fensterbögen über den Sandsteinfenstern tatsächlich schon verschwimmen. Ja? Also dass das gar nicht mehr so abdeckt, sondern das ganze Material ist sehr anfällig für Regen, Wind, also quasi die Erosion, die es dann mit sich bringt, die Abtragung, aber auch durch Hageleinschlag und Ähnliches. Und das noch alles mit dem Zeitfaktor zusammengefasst, trägt das einfach mit der Zeit dieses Graffito ab. Ja, das heißt, es muss immer wieder erneuert werden mit der Zeit. Aber wenn man halt so eine Schwererei sieht, denkt man sich, das hätte man verhindern können. Sehen Sie nochmal den Grundriss des Residenzschlosses. Das Verrückte ist, was ich mit dem Residenzschloss meine, so eine Residenz ist ja eigentlich nichts anderes als ein übertriebenes Wohnhaus. Ja? Das heißt, wir brauchen ja nicht bloß Wohnräume, sondern auch Räume quasi wie heute für die Garage fürs Auto. Ja, bloß, dass man damals noch kein Auto hatte, damals hatte man das Pferd und die Kutsche. Ja. Und ganz treffenderweise haben wir geradezu in dem Gebäude mit der klassizistischen Fassade, also ganz am Ende des langen Weges, das heutige Verkehrsmuseum untergebracht. Ja, hier wurden Ritterspiele durchgeführt, genau auf diesem Weg. Ja, hier wurden alle Pferde unterhalten. Und da haben wir uns auch die Ritterspiele abgehalten.
Und hier geht es jetzt zum Stadttor. Der Fürstenzug, der wurde Ende des 19. Jahrhunderts ab den 1870er Jahren entwickelt. Damals als Geschenk an die herrschenden Wettiner hier in Dresden, das Fürsten- und Königsgeschlecht, um 800 Jahre Regentenherrschaft einmal zu visualisieren. Es ist also ein Historiengemälde, das uns ganz klar die Anfänge der wettinischen Herrscher hier Sachsen-Thüringen aufzeigt. Jetzt kommt nämlich das Problem, wir sehen quasi hier mit den Fanfaren und dann den ersten Herrschern auch gleichzeitig die Vorfahren des aktuellen britischen Königshauses. Denn die Wettiner Herrscher haben sich im Mittelalter in eine sogenannte albertinische und ernestinische Linie aufgeteilt. Man kann es auch ganz einfach sagen, aus der ernestinischen Linie ist das heutige Thüringen hervorgegangen, die albertinische Linie ist das heutige Sachsen. Nur mit dem Unterschied, dass man bei den Sachsen die gesamte Landesfläche an den Thronfolger übergeben hat. In Thüringen hat man das gleichwertig auf alle Kinder aufgeteilt. Ja? Und so entstanden dann eben diese kleinen Fürstentümer, wie beispielsweise Sachsen-Coburg, wo auch Albert eines der Kinder war und dann später Victoria von Großbritannien geheiratet hat. Ja? Damit kamen die Sachsen automatisch in die britische Adelsfamilie mit ein. Und damit haben sie am Residenzschloss, ich wiederhole es bloß nochmal kurz, das größte Graffito-Gemälde der Welt im Schlosshof und das größte Porzellangemälde der Welt an der Außenseite des Schlosses. Und sie laufen 5 Minuten. Gerade wenn wir jetzt hier an der Frauenkirche stehen, komme ich nochmal zu meiner Eingangsfrage von dem Stadtrundgang zurück. Wer von Ihnen war in Dresden? Einige waren ja schon mal hier. Und wie lange ist das jetzt her, dass Sie hier auf dem Neumarkt gewesen sind? Ich kenne den Platz noch als kleiner Junge mit Unkraut auf dem Mahnmal. Das kann ich mich noch vage dran erinnern. Perfekt, wunderbar, weil das ist genau das, was ich hier als nächstes als Foto habe. Und dann begann auf einmal der Wiederaufbau, die Rekonstruktion. Ja, das war 1993, da war die Ruine noch als Ruine zu sehen. Durch die originalgetreue Rekonstruktion mit den Bestrebungen, so viel wie möglich Material aus der Originalphase zu verwenden, haben wir das Glück, dass wir bis heute diese Ruine sehen können, trotz dass das ganze Bauwerk wiederhergestellt ist. Denn hier auf dem Foto, auf der linken Seite, sehen Sie ja alle den schwarzen Mauernteil. Und vor genau dem stehen wir gerade. Ja? Das ist eben das Beeindruckende und vor allem, man hat jetzt nicht alles in dem Sinne rekonstruiert, dass man alles wieder ganz macht, sondern es ist quasi gefühlt so, als ob die Bombe gerade eingeschlagen wäre. Wenn Sie an den Turm schauen, sehen Sie bis heute ein Einschlagsloch. Ja? Ich hoffe, es können alle sehen, es müsste da oben fast in der Mitte über dem runden Fenster sein. Ja? Und jeder Kreis hat genau einen Mittelpunkt. Und oben gibt es noch den Turm, der hat ebenfalls einen Kreis als Grundfläche und bei der Originalfrauenkirche von George Bär war der Abstand, die Differenz zwischen Mittelpunkt unten und Mittelpunkt oben eine Abweichung von 2 mm. Ja, im 18. Jahrhundert. Die Architekten der Rekonstruktion hatten Probleme damit, überhaupt auf diese 2 mm Differenz zu kommen. Und die hatten moderne Computer, Softwareprogramme und Ähnliches und waren wirklich unsicher, ob das geschafft wird. Ja? Und man kann sagen, Ende gut, alles gut, man hat es geschafft. Ja? Aber noch beeindruckender ist einfach die Arbeit im 18. Jahrhundert gewesen. Und wenn Sie reingehen in die Frauenkirche, am besten Eingang D in der Mitte, jetzt ist gerade Andacht bzw. Gottesdienst, also vielleicht mal am Nachmittag reingehen, gehen Sie geradezu auf den Altar. Ja, da gibt es einen geraden langen Gang und der ist nochmal gekreuzt, dieser Gang. Über die Kreuzung etwas drüber hinausgehen, dann auf den Sandsteinfußboden gucken, da finden Sie einen Kupfernagel. Das ist wirklich so ein kleines Ding, genau schauen, da sehen Sie den Kupfernagel.
das ist der originale Mittelpunkt des Grundrisses. Und genau dann stehen Sie unter dem Mittelpunkt der Kuppel. Gönnen Sie sich diesen Anblick, das weiß kaum jemand. Ja? Schauen Sie sich es genau an, weil das ist einfach nur beeindruckend, das mal zu erleben. Ja, das ist hier die Frauenkirche von innen. So, das war der Innengang von der Frauenkirche. Das ist hier der Neumarkt. So, und hier endet mehr oder weniger dann auch unsere Sightseeing-Tour von Dresden. Der Platz ist natürlich jetzt belegt durch einen Herbstmarkt. Aber ansonsten ist der Platz auch riesengroß. So, jetzt überqueren wir die Augustbrücke und dann geht's in die Neustadt. Und dann schauen wir mal, was da noch so ist. Das Ziel Neustadt ist schon fast erreicht. Dahinter sind dann die barocken Gebäude. So, hier haben wir ein schönes Restaurant bzw. Café gefunden und hier wird erstmal eine kleine Pause gemacht nach einem langen Gang über die Brücke. So, jetzt geht nach 3 Tagen unsere Dresdenfahrt zu Ende. Ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen schöne Bilder zeigen, eine schöne Stadttour, eine schöne Radtour. Ja, und wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Regi TV.